ganzen Leute wieder da. Okay. Hallo, hast du etwas gefunden? Ich würde sagen, wir haben es mittlerweile eigentlich genügend Daten beisammen. Diese Höhle gibt es schon seit ewigen Zeiten. Ich finde allerdings keine Indizien, die darauf hinweisen, dass das Klick schon länger als 100 Jahre existiert. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass das Klick vor 100 Jahren ganz plötzlich hier aufgetaucht sein muss. Woher kommen die Pokémon? Wohin gehen sie? Wenn ich Antworten auf diese Fragen finde, können wir noch in größerer Harmonie mit ihnen zusammenleben. Davon bin ich fest überzeugt. Du, Ramon? Pokémon sind schon faszinierende Lebewesen, nicht wahr? Manchmal frage ich mich, warum diese großartigen Geschöpfe sich überhaupt mit uns abgeben. Komplexe. Aua, I fail. Gut, weitere Klicks. Klicken? Klick, klick, klick. Klick, klick. Gut, ich würde mal sagen, wenn Dusel auf 30 ist, dann werden wir es mal ein bisschen wechseln. No. Gucken wir jetzt mal, was da oben ist. Da steht ein Wanderer, der da völlig abgelegen so an der Wand steht. Was will der wohl von uns? Will er uns vielleicht ansehen? Will er uns abonnieren? Will er mich viewen? Will er mit uns kommentieren? Will er mich kommentieren? Das wäre wichtig für mich, Not. Nein! Weil... Bis gleich, lol. Top-Schutz, das ist ein Topic. Yay. Nyo. Weil hier gibt es sowieso keine interessanten Pokémon mehr. Glaube ich. Bin ich mir nicht sicher. Man munkelt. Man munkelt, dass ich mir nicht sicher sein, dass es hier interessante Pokémon gäbe. Lol. Deadwood doesn't make sense. Gut, der ist rüber. No. Der ist runter. Gegenlaufen, weiter durch. Wollt ihr mich kommentieren? Wollt ihr mich abonnieren? Ah, übrigens, ich bedanke mich bei euch schon mal für 40 Abos. Das finde ich richtig geil. Leute, 40 Abos, 4-0. Danke. Jetzt bekommst du erstmal einen Crashkurs über die Herausforderungen des Pokémon-Kampfes und die Probleme, mit denen man als Wanderer klarkommen muss, wenn man ziellos durch Höhlen irrt. Okay, ein Kämpfer. Das heißt, er wollte mich nicht kommentieren und abonnieren. Das ist nur ein Hater. Oh no, er setzt Steiner gegen mich ein. Ich sehe die Mantur. Ja, das sollte Aquavelle reichen. Bam, killed. Ah, fuck, hat ja Robustheit vergessen. Ah, verwirrt, das müsste ihn killen. Lol, self-owned noob. 700 EP. Strepoli. Strepoli ist die Weiterentwicklung von dem Holzbauviech, oder? Ja. Okay, Aquavelle und down. Not? Okay, Fußkick. Schlecht. Wasserdüse. Ich würde mal sagen, Watzav ist jetzt noch nicht so interessant, Acker-Dusselchen. Wir werden jetzt erstmal hier unser Stierka trainieren. Fail, ich muss ihm erstmal sein Item nehmen. Zauberwasser und Dusselchens Item nehmen. Dusselchen. Dusselchen, du wirst später trainiert, aber jetzt kommt erstmal Stierka dran, weil der war schon vorher da. So, wir gehen hier entlang und... What the fuck? Und liegt eine Treppe, die nach unten führt. Dort wartet die Plasma auf dich. Nein, nicht noch mehr Plasmas. Oh no, I'm gonna die. Gut, Hypertrank. Holen wir jetzt erstmal das da. Kicken es weg. Oh, wer bist du denn? Ich liebe Orte, wo meine Inspiration durch ständig Stromstöße geweckt wird. Sadoma. Okay. Sie mag Tasering. Awesome. So, klick rein. Ja, was kann man gegen Klick machen? Gegen Klick kann man nichts anderes machen als zu wellen. Ey, mach doch mal nicht so große Wellen hier, Sika. Und nochmal Aquavelle und dann geht er down und wir werden Level 35. Awesome.
Genau, jetzt. Level 35. Porsche und Tina gebasht. Und leider noch keine Entwicklung. Erst auf 36. Guck erstmal, was es hier noch gibt. Hier ist noch ein Item, nämlich ein Eisen. Iron Blocks. Oh no, I'm gonna die because of a click. Okay, einfach rüberkicken. Bam! Und dann gehen wir hier wieder hier runter. Und hier unten ist, da hinten steht ein Typ. Guck mal, was hier so gibt. Oh, ein Doppelkampf oder wie? Okay, euch stelle ich mir. Gut, Kasta, du schon wieder. Die Dinger werden langsam nervig. Kommt doch, egal was ihr habt. Tach, wir sind die Gebrüder Nugget. Ich bin der Ältere von uns beiden. Und ich bin der Jüngere der Gebrüder Nugget. Schön, dass du hier bist. Ich hab was für dich. Oh, der hat. Geil, der schenkt mir Nugget. Awesome. Ich hab ja auch noch was für dich. What? Kriegt man hier einfach mal so zwei Nuggets in die Hand gedrückt? Gut, gucken wir mal, was hier so. Da gibt's einen Trainer, Heiler, whatever. Ich muss gleich wieder einen Topschutz anwerfen. Das wird doch langsam wirklich total total nervig. Ich vergesse andauernd das Item oder da anzuschalten. Nose, not Nugget. Topschutz. Gut. Und jetzt hier dieser Trainer. Der wird wahrscheinlich Psycho-Pokémon haben. Wenn du willst, heile ich deine Pokémon, aber nur unter einer Bedingung. Ich möchte nämlich, dass du vorher gegen mich kämpfst. Okay, gerne. Ich helfe halt gegen dich. Dr. Andre. Mit seinem Follicon. Das ist eigentlich was ein gutes Training für mein Dings wäre. Oh, schlag mich doch tot, wie heißt das? Für mein Düsselchen. Einfach so. Es heißt Wattzapf, genau. Düsselchen rein. Fadenschuss. Initiative sinkt. Weil wenn du Käfer bist, Norms. Und nochmal Fadenschuss. Oh no, I'm gonna get langsam. Käferbiss. Der setzt Käferbiss gerade ein. Egal. Und Schlitzer. Hypertrank, lol. Das ist ein random Trainer, aber naja. Käferbiss. Nommen die mich alle auf. Hört doch auf damit. Ihr seid blöd. Ich mag euch nicht. Do not like. Oh, knapp. Aber wenigstens geht er down. Gut, Folikon down. Ein paar XP erhalten. Was? Mein Pokémon hat den Kürzeren gezogen? Oh no, he's ever gonna die. Na schön, ich werde dir jetzt wie versprochen dein Pokémon-Team heilen. Ein Doktor ist kein Weg zu weit, wenn es darum geht, einen Patienten zu heilen. Yay, Double Heal. Woo. Gut. Jetzt Team Plasma, hallo. Du bist nicht aus eigenem Willen hier. Jemand hat dich manipuliert. Wenn du gegen mich gewinnst, verrate ich dir auch das Geheimnis, wer das war. Okay, some crazy shit wieder, was die gelabert haben. Und die haben ein Ganovil. Cool. Gut für unseren Zirka. Aquavelle. Boom. Get killed. Zurokex. Ja. Reicht. Kalkige Klinge auf Kalkness. Guck mal da. Ey, guck mal da, Junge. Gut, nochmal Kalkklinge sollte alles reichen.
Oh, da geht der Down aufgrund von Volltreffer. Oh, und wir haben noch keinen Up erreicht. Schade. Ne, da ist noch ein Item. Und zwar ein Timer Ball. Aber jetzt gucken wir mal, was es hier so per Itemradar zu finden gibt. What? Okay, what? Ach so, hier in der Wand, cool. In der Wand hat jemand diesen Beleber versteckt. Was ich ziemlich cool finde. Da rüben geht's hier noch weiter, habe ich schon ganz vergessen. Oh. Cool, ein Paraheiler. Awesome. Unnützlich, aber naja. Was hier oben ist. Oh, hier liegt ein KP Plus. Awesome. Gut, und hier kommen wir wieder zurück zu der Stelle. Also zum Anfang. Von den ganzen Gebüms hier. Oh, mein Schutz wirkt nicht mehr. Das ist schlecht. Gut, nochmal Topschutz reinziehen. Und weiterlaufen. Und ja, Leute, ich bin mir bewusst, dass Superschütze billiger sind als Topschütze. Also im Äquivalent dazu. Und zu dem Preis und zu der Menge. Aber egal, braucht man nicht. Gut, zu Rokex. Ja, typische Kaltklinge und typisches Level Up. Not? Okay, nochmal. Kaltklinge. Töten. Gut, da geht er down. Wir erreichen Level 36. Und versuchen Zugabe zu erlernen. No. Und ja, Leute, jetzt kommt's. Plasma. Oh, diese Schmach, diese Schande. What the fuck? Circa entwickelt sich. Dip, 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 dip. Nimm, dip, bap, 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 bap. Not. Gut, gucken wir noch, was hier so weiter ist. Und trainieren unseren Zirka jetzt noch ein bisschen höher. Und dann trainieren wir die anderen Pokémon. Zu Plasma Rüpel mit Unratytox. Dem Mülleimer. Und Kalklinge. Down, lol. 577 Kleopardas. Aquavelle. Killed. Not? 1 HP, ich hasse 1 HP, Noobs. Clownwetzer. Gut, Vergeltung in die Fresse. Bam. Und so. Killed. Die Plasma-Rüpel. Oh, was bleibt mir noch zu sagen als Plasma? So, einen Plasma schaffen wir noch. Aber diesmal. Und ach komm, die machen wir auch noch mit circa. Oh, eine Plasmine. Du bist also der Trainer, von dem entspricht. Plasmine mit 3 Pokémon und Ratutox. Ja, typische One-Hits. Ich mag das Geräusch von Aquavelle. Was? Okay, Horter. Ich habe ihn nicht instant gekillt. Ich muss mich jetzt ritzen gehen. No! Unratytox. Und noch ein Unratytox, was ich wahrscheinlich auch nicht wieder instant killen kann. Obwohl, ist physisch stärker bei mir. Klinge. Ja, scheint so. Und 3 Unratytox. Innovation ist innovativ. Not kill.
So, damit erreichen wir Level 37. Kriegen gute Werte. So kann sich einfach so sein wie jeder dahergelaufene Trainer. Und dann würde ich mal sagen, ich beende den Part hier. Bis dann, Leute. Tschaußen.